Hallöchen, liebe Leute, und willkommen bei Minecraft mit Professor Hastig. Ich bin wieder zu Hause angekommen, mitten in der Nacht. Ich habe geschlafen, bin gerade aufgewacht. Ja, und hier war ja eine Baufirma zugange, während ich auf Reisen war, die da oben dort den Berg einebnen sollte für eine schöne Burg. Und das werden wir uns gleich mal angucken. Und dazu habe ich mir meine Flügel aus der Kiste gekramt und werde mal in die Lüfte steigen. Also, was hat die Baufirma hier veranstaltet? Ich werde mal schauen. Also, der Berg war hier innen komplett hohl. Das alles, das hier, ich hoffe, ihr könnt das auch sehen. Das war alles komplett hohl. Bis hier hinten irgendwo. Hier war noch ein bisschen was oben drauf. Also hier war noch Erde und Steine. Die wurden abgetragen bis auf diese Ebene halt. Ja, und der Rest hier unten wurde komplett aufgefüllt. Da hat die Baufirma ganz gute Arbeit geleistet, ist aber natürlich noch nicht ganz fertig. Aber die Bauarbeiten für die Burg können trotzdem schon mal beginnen. Und ich habe mir schon mal so einen kleinen Plan gemacht. Und zwar würde ich ganz gerne hier hinten auf dieses Plateau praktisch den Burgsitz draufbauen. Also das Hauptgebäude von der Burg praktisch. Und die Burg soll natürlich noch Türme bekommen. Da werde ich einen Turm, denke ich, hier vorne hinsetzen. Und zwar hier. Aber das kann ich mir alles noch überlegen. Ich will auch nicht zu viele Türme bauen. Ja, hier hinten müssen auch noch ein bisschen Einebnungsarbeiten stattfinden. Und ich möchte nicht einen anderen Turm hier an die Ecke gleich wieder setzen, weil das dann so dicht wäre. Ich denke, der andere Turm könnte dann hier unten hingebaut werden, wo die drei Bäumchen stehen. Und dann müssten wir eventuell hier hinten noch einen Turm hinsetzen. Die werde ich dann aber auch ein Tuck höher bauen. Also ich lasse da noch Erde aufschütten auf jeden Fall. Und was ich hier hinten mache, weiß ich noch nicht. Ich fand das hier eigentlich total toll. Hier ist nämlich Wasser und Eis. Ich weiß nicht, ob ich das abtragen lassen soll. Ich bin mir da absolut unsicher und unschlüssig. Ich denke, den Aufgang zur Burg werden wir hier hinbauen. Hier hoch. Und hier soll praktisch, ja, hier soll ein Wohngebäude hin. Alles, was eine Burg so braucht, halt ein Bäcker, ein Schmied und so weiter. Und ja, halt ein paar Wohngebäude und einen Marktplatz. Wenn ihr Ideen habt, was hier alles hingebaut werden soll, immer her damit. Bin ich euch dankbar für jeden Vorschlag, den ihr habt. Denn ich habe zwar schon mal eine Burg gebaut, aber erstens ist die noch nicht komplett fertig und zweitens fehlen da sicherlich noch viele, viele Sachen. Dieser Berg ist nicht sehr hoch. Wenn man, ich werde da mal hinfliegen. Also wenn man hier mal runterschaut, sind die Gebäude schon ziemlich nah, weil die ja nun auch höher stehen. Aber ich wollte die Burg nicht so weit nach oben setzen, weil man dann gar nichts mehr von ihr sieht. Das habe ich nämlich auf meinem anderen Server, wo ich die Burg schon gebaut habe. Na, Flügel wollen nicht. Ja, ich hänge deswegen. da habe ich die Burg ein bisschen weiter weggesetzt und die ist auch ziemlich weit oben und man kann sie halt von dem Wohngebäude aus nicht mehr sehen und das finde ich ein bisschen schade. Gut, was machen wir denn jetzt? Ich weiß, was wir machen. Ich werde in meine Steinetruhe schauen und mal so ein bisschen Kassensturz machen, obwohl ich davon ausgehe, dass da nicht sehr viel drin liegt.
Denn gerade Cobblestone hatten wir ja, glaube ich, fast gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich da in der Zwischenzeit schon wieder was gefarmt habe. Aber ich glaube jetzt nicht. Ja, doch, ein bisschen haben wir noch. Wird natürlich bei weitem nicht reichen für die Burg. Doch, okay, das geht. Für einen Anfang reicht es. So, die Truhe ist leer. Und ich wollte hier eigentlich auch den Keller noch ausbauen. Ich wollte ja noch so einen Abgang machen. Da fehlte mir aber noch weißer Lehm. Ja, hier ist alles noch offen. Da muss auch noch eine Tür rein. Ich bin ja echt versucht, so einen Quarzblock da einfach reinzusetzen, weil ich echt keine Lust habe, mir da noch Ton zu erfarmen. Ich gucke mal, ob wir eine Tür haben, aber ich glaube schon. Dann muss ich halt noch mal, ja, mir Ton schicken lassen aus dem Abbaugebiet im Akaziendorf, beziehungsweise beim Akaziendorf. Da muss ich mich dann noch mal melden. Ja, ich freue mich echt schon, wenn es losgeht. Ich habe auch schon überlegt, wie ich das machen werde. Wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Ich bin am... Ich kann doch noch was färben. Ich bin am Überlegen, ob ich die Burg halt... Ja, ob ich es halt so mache, dass ich zum Beispiel ein Stück Mauer baue mit euch zusammen. Und wir uns das halt angucken und ich dann aber ohne Aufnahme natürlich weiterbaue. Ich habe jetzt nicht vor, die komplette Burg mit Aufnahme zu bauen. Ich denke, das wird sehr, sehr langweilig für euch werden. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch Knochen habe ich nicht. Muss ich mir welche holen? Eine Tür noch von unterwegs mitnehmen, nicht vergessen. Ja, also wie gesagt, ich würde gerne... Ich würde ganz gerne auf jeden Fall ohne Aufnahme bauen, weil sonst wird es extrem langweilig für euch. Und ja, ich würde euch dann immer vorstellen, wie ich irgendwas darstellen möchte und aufbauen möchte. Und wenn ihr dann noch andere Vorschläge dazu habt oder eine bessere Idee, dann könnt ihr das gerne schreiben und ich baue erst dann weiter, wenn ich das in den Kommentaren gelesen habe. Zum Beispiel benutzt doch lieber den und den Stein oder macht die Mauer, was weiß ich, paar Blöcke höher oder wie auch immer. Und würde dann halt weiterbauen und euch das dann im nächsten Video halt präsentieren. Jetzt habe ich das Knochenmehl vergessen. Mann, oh. Das ist doch nie wahr. Gut, dann gehen wir nochmal auf den Friedhof. Das ist ja jetzt nicht so weit. Vermassel hier meine ganze Aufnahme mit Rumlatscherei. Ja, aber es ist halt, bevor wir loslegen, wollte ich euch das alles noch mal ein bisschen erklären und vorschlagen. Nicht einfach so machen und tun. Obwohl ich das ja auch mal so mache. Einfach drauf los. So bin ich. Ich baue immer einfach drauf los und guck, was dann daraus entsteht. Und lass mich dadurch halt selbst auch überraschen. Das ist ja genauso wie hier mit unserem Steinmetz. Da habe ich mich ja auch sehr, sehr schwer mitgetan. Das war echt eine schwere Geburt, muss ich sagen. Aber jetzt gefällt es mir und ich hoffe euch auch. Aber ich denke schon. So, da haben wir doch jetzt endlich Leben. Das ist sehr schön. Jetzt, wie mache ich denn das hier unten mit der Tür? Es müsste ja eigentlich doch dann noch einen höher. Ich muss hier sowieso noch Stufen draufsetzen. Aber ich will jetzt erstmal einfach nur die Tür reinsetzen. So. Wird da schon wieder dunkel?
Hallo? Da müssten wir. Nein, oh, jetzt bin ich ja noch im Kreativmodus. Ich bin so blöd. Müssten wir das vielleicht so lassen? Ja, ich muss meinen Game Mode gleich mal umschalten. Aber ich werde jetzt erstmal schlafen gehen. Ich darf es nicht vergessen. Denn ich möchte im Kreativmodus auf keinen Fall bauen. Ich wollte das euch bloß mal ja von oben zeigen, wie das Gebiet da oben jetzt aussieht. Es verwirrt mich jetzt hier mit den beiden Türen. So, genau, und dann kann man hier runter. Es ist trotzdem noch ein zu hoch. Ja, ist egal. Anders geht es jetzt nicht. Verballern wir einfach mal den gebrannten Lehm hier für so eine provisorische Treppe. Aber ist egal, den kann ich mir ja wieder abbauen. Das ist ja jetzt kein Ding. So, genau. Ja, und dann müssen wir da auf jeden Fall Stufen machen. Und ich werde mir einfach mal hier jetzt eine Werkbank hinstellen. Denn ich denke, früher oder später werde ich die hier unten auf jeden Fall noch brauchen. Auch die stelle ich hier einfach drunter. Das ist doch ganz nett. Stufen. Komm, machen wir Eichenholzstufen. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da müsste ja hier eine Stufe hin und hier kommt ein Block. Und schon passt es wieder nicht. Ach, das ist doch wieder doof. Oder ich muss es einfach noch ein weiter rausziehen. Egal. Ich baue das jetzt einfach mal so auf. Nö, geht doch. So. Jawohl. Und dann kommt hier noch der Lehm rein und eine gecheatete Tür praktisch. Und noch ein bisschen Licht dran und dann haben wir hier schon einen schönen Abgang. Ja, ich denke, das werde ich ja auch noch ein weiter ausschachten. Ja. Ja, da haben wir hier ein Loch in der Decke. Und das können wir ja wieder stopfen. Und dann war die Erde alle. Naja, reinstürzen kann jetzt, glaube ich, eh erstmal keiner. Und dann klaue ich mir einfach ein bisschen Erde weg. Das fällt ja nicht weiter auf. Und ein bisschen Terraformen müssen wir dann auch noch, aber das mache ich jetzt nicht. Das kommt später. Kommt hier höchstwahrscheinlich auch noch ein kleiner Zaun drum. Ja, gefällt mir besser. Und dann müssen wir hier ausschachten, um Platz zu schaffen für die ganzen vielen Kisten, die wir für die Steine brauchen. Wobei ich ja keine Steine mehr habe. Und ich stelle die hier mal einfach auf den Fußboden. So, dann können wir hier schon mal ein bisschen ausheben.
Das sind so die letzten Arbeiten, die ich noch machen muss, auf jeden Fall, bevor ich mit dem Burgbau beginne. Und nicht nur das, ich muss ja auch noch mein dänisches Haus zu Ende bauen. Oh, Eisen gefunden. Und dann wollte ich noch den Juwelier bauen für unsere vielen, vielen Juwelen, die wir besitzen. Und einen Zeitschriftenladen brauche ich noch. Und das sind dann die Arbeiten, die ich immer zwischen den Aufnahmen mache, wenn ich euch einen Vorschlag zum Burgbau gemacht habe und dann auf eure Antworten warte, falls da natürlich welche kommen. Und ja, das kann ich dann halt weiterbauen. Also die normalen Gebäude. Und wenn ich dann neue Ideen habe von euch, dann werde ich mit der Burg dann weitermachen. So habe ich dann halt immer was zu tun und keine Langeweile. Habe ich höchstwahrscheinlich eh nicht. So, das werden wir erstmal nur bis hier machen. Und ja, eigentlich blöd. Ich sollte mir hier auch noch irgendwie dann eine Wand hinsetzen, dass man hier so hoch geht. Genau. Aber das mache ich erst, wenn ich fertig mit dem Aushub bin. Jetzt auch keine Lust, die Kohle da abzubauen, muss ich gestehen. Aber die Decke werden wir eh noch ein abbauen müssen, weil wir ja wieder eine hübsche Decke da dran haben wollen. Ich möchte die nicht so aus Erde und Stein und sowas lassen. Bin auch schon am Überlegen, ob ich das hier unten so ein bisschen mit Balken ausstatte, damit es so aussieht, als wenn die Balken halt die Decke so ein bisschen abstützen. Eine Truhe haben wir höchstwahrscheinlich nicht dabei. Aber ich könnte mir mal eine herstellen. Ja, so nicht. Dann können wir das Gedöns schon mal hier unten lassen. Erstmal alles hier reinschmeißen, was ich nicht brauche. So, alles einsammeln. Sammel, 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 sammel. Denn wir brauchen ja jede Menge Bruchsteine wieder zum Verbauen. Ja, ich müll das jetzt einfach mal voll, weil ich habe jetzt keine Lust mit euch wieder alles sortieren zu müssen, beziehungsweise sortieren zu gehen. Ich muss mal kurz rausgucken. Ja, es wird bald wieder dunkel. Fehlt hier noch ein... Ja, ich könnte hier noch ein Fenster einbauen. Und mit dem Dach, da muss ich auch auf jeden Fall noch irgendwas machen. Das bleibt natürlich nicht so. Das sieht ja schrecklich aus. Das werde ich dann noch mal ein bisschen erweitern. Ja, und ich habe euch alles erklärt, war höchstwahrscheinlich wieder langweilig für euch, aber ich wollte euch jetzt vorab schon mal ein bisschen eine Erklärung geben, wie es dann hier demnächst weitergeht. Und ja, ich denke, ich beende das Video jetzt auch. Das muss nicht immer 20, 30 Minuten lang werden. Ihr habt alles gesehen, ihr wisst, auf was ihr euch demnächst einlasst. Ich hoffe, dass ihr mir irgendwie ein bisschen was schreibt, was ihr für Vorstellungen habt, was ihr für die Ideen habt. Und ich gehe mal wieder in meine Schmiede, wie immer, und verabschiede mich von euch und sage bye bye, bis demnächst, euer Professor Hastig.